egal an welchem Gerät, die 9,8 Euro Tickets will. Schweizer Dominguez aus der Schweiz. Und ich bedanke wirklich prima aus der Schweiz. Genau so, wie wir das hier oben zuschauen, sollte es jetzt auch sein, der Schweizer, nämlich wirklich einen bunten Bogen durch die europäische Dienstgruppe zu machen. Und jetzt deshalb zum Schweizer, zu Christoph Scherer. Und sein Trainer Nico Pascu, auch ehemaliger Rumäne, angehoben, der schon seit vielen Jahren in der Schweiz erhält ist. Augenblick, wie viel er deutlich zu sehen hat. Augenblick schon gehabt, aber Ja, damit dürfte er wohl auch das Finale erreichen, an diesem Spielklasse gemacht. Christoph Scherer, sehr dynamisch, ausgetestet, das was er gezeigt hat, also prima, prima Leistung. Und das bringt natürlich auch den Schweizern, denke ich mal, Satzpunkte. Der 24-Jährige mit einer klasse, klasse Leistung. Vor vielen, vielen Schweizer Fans, das ist eine ganze Gruppe, die sich einfach nochmal sehen. Und das Fleck mitten in der Halle der Schweiz, das wurde gewählt von Sarenkov, 9,425. Ist Matthias Fahrig am Sprung gewesen. Nicht optimal. Ja, den ersten Sprung, der war gerade mal was. Ausgang konnte Staube. Das ist ja schon die Mannschaft, den zweiten Sprung hat, dass alles rausgeholt worden ist. Auch ein Ehen wurde gelandet. Er wollte sich jetzt für das Finale qualifizieren und das hat nicht geklappt. Das denke ich mal schon geklappt. Und das Ausgangswert sollte bei 10 sein bei Christoph Scherer. Was denkst du, Silvio? Könnte schon reichen für den Winkler mit den Drehungen. Eingang, also das Entscheidung. Auch und andere. Nah dran, 9 oder 10. So, die Wertung ist noch nicht da. Der Jubel in der Schweizer Mannschaft groß. 9,712 Punkte für Christoph Scherer. Klasse Wertung für eine tolle Übung. Das ist ja ein Mannschaft ist schon weit.